Yo, yo, YouTube, was geht ab, Digga? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal, Digga, ne? Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, wo Manuelsen seine Frau über Manuelsen geredet hat, ne? Und jetzt gab es eine Antwort, Digga, in einem Livestream um 6 Uhr morgens, Digga. 6 Uhr morgens. Der Mann war live mit Panna und die haben über das Video und die Thematik Ex-Frau von Manuelsen geredet. Und Manuelsen hat jetzt noch eine Instagram-Story rausgehauen, ne? Wo er klare Shots in ihre Richtung geschossen hat, auf jeden Fall, ne? Bernhard und Bianca Teil 2 wird kommen, Digga. Fatality! Das ist schon, Digga, das ist... Tau diese Woche noch. Du checkst dich, ne? Das ist Big Boy Shit hier. So. Ich werde alles anhand der mir verfügbaren Beweise tun, um dir das Kind wegzunehmen. Ich werde auch... Ah, warte. Okay. Ich werde auch deinen Ex arrangieren. Ach, anregen, oh sorry, dasselbe zu tun. Bei deinen Brüdern hast du es ja probiert, hat aber nicht geklappt. Natürlich werde jede rechtliche Barriere ausschöpfen. Okay. Das ist also kein Spaß mehr, ne? Spaß ist vorbei. Du siehst, weißt du, was das im Hintergrund ist? Ja. Ja, WhatsApp, Audios, Bilder, diese alles. Da ist ein alles. Flyer von Jamul. Ein Flyer von Jamul ist dazwischen. Ui! Hey! Jamul! Hey, was hat Jamul? Hey, das hab ich gar nicht gesehen, doch Jamul! Ey, Digga! Das hab ich in dieser Zeit, ja? Ja, oh, wo der N-Bot gedroppt hat und so der. Ach, Digga. Ich habe auch dir einen bekannten Special Guest, den ich sehr gerne willkommen heiße. Wer könnte das sein? Wissen wir nicht. Ne? Ja, er soll posten. Heftig, Alter. Also das ganze Ding wird jetzt eskalieren, meine lieben Freunde. Das ist gar kein Spaß mehr, ne? Deswegen, wir gucken uns jetzt mal an, was Manuelsen im Livestream da gesagt hat. Let's go. Ich rufe die Polizei, er darf nicht kommen, dies, das, das, dies. Ja, okay. Eine Woche habe ich im Studio geschlafen. Nach einer Woche habe ich mir gesagt, ich bin da kein Hund. Okay? Ich bin da kein Hund, was ist das? Okay? So. Was hat sie dann gesagt? Dass du halt noch nicht das Ganze gelernt haben kannst in der kurzen Zeit. Meinst du das? Genau. Dass ich noch aber nicht... Aber ich muss an der Stelle, guck mal, damit wir auch fair bleiben. Wir wollen jetzt komplett fair reden, ne? Ja, eigentlich, ne? Finde ich das ja, gerade wenn man Ängste hat, wenn man enttäuscht, weil das, was du gemacht hast, war nicht schön. Fertig, weißt du, ich meine, das muss man ja auch sagen. Okay, aber man... Aber weißt du, klar, genau deswegen, aber man muss auch... I get it, ne? Aber das Ding war so, wir alle, bis heute, auch wenn sie hasst mich ja komplett, also für sie bin ich sowieso, das weiß nicht was, ja, aber die, Manu, bis heute, auch egal was ist, bin ich diejenige, die sagt, hey, sei immer liebevoll und respektvoll, sie ist deine Kindsmutter hin und her und tralala. Er hat sowieso von Tag 1 an dieses Interesse gehabt, dass man halt vor allem wegen der Kleinen, ne, dass man eine Basis hat und so. Ja. Wegen dem Kind. Muss man ja auch haben, Digga, ne? Wenn man ein Kind zusammen hat, Digga, dann muss man schon irgendwo versuchen, sich eine gute Basis aufzubauen, ne? Er ist live gerade auf TikTok? Niemals. Ich habe vor 3 Minuten Story gepostet. Niemals, Digga. Was laberst du, Digga? Ja. Wenn er nicht live ist, wirst du gebannt. Oder du wirst ehrlich gebannt jetzt, ne? Ohne Spaß. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, dann wollen wir natürlich auch mal, dann wollen wir natürlich auch mal gucken, was auf der anderen Seite. Ja, Digga. Diverser Beweise werde ich erstreben, das alleinige Sorgerecht für Susu zu kriegen. Heftig. So. Das alleinige Sorgerecht für Susu. Ganz einfach. Ganz einfache Kiste, ganz einfache Kiste. Ich werde so hässlich. Das ist noch gar nicht so schwer. Eine Gegendarstellung zu den mir vorgeworfenen, also zu den mir in den Raum geworfenen Vorwürfen machen. Mhm. Ach, ja Allah, ja Rabbi, ja Allah. Warte ab. Das haben wir noch nicht gesehen. Guck mal, soll nachher keiner zu mir kommen und sagen, Manuel, warum hast du gemacht? Okay? Warum? Soll keiner zu mir kommen und sagen, Manuel, warum hast du gemacht? Einen sehr besonderen Special Guest. Ein Special Guest, mit dem ich jetzt gerade geredet habe. Er ist jetzt gerade befindlich in Dubai. Lande. Ein Special Guest, ein Typ, der mir die bestimmte Zeit hat. Das Erste, was ich machen werde, ist, ich werde ihn einsammeln. Ich werde ihn hier reinsetzen. Und dann werden wir gucken. Und dann werden wir sehen. Lass mal, das Gute. Da, Abu ist einig. Also, da, Abu. Warte mal kurz. Nee, sag nicht, der ist jetzt schon da als Gast. One second, bro. Digga, was passiert hier? Bruder, was passiert hier? Das ist dieser Maximal. Ouais. Ja, Babelaziz. Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, 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 ça va? Alhamdulillah, wie geht's dir? Wallah, alhamdulillah, ja. Wallah, bei euch schönes Wetter. Ja, wallah, ja, das so. Wallah, weiße Sitze. Du bist ja, Habibi, schlimmer als P. Diddy in seiner weiße Maybach. Der was labert der, ja? Ey, bitte, ja. Neckele Oma, neckele Kessi, kastele Rasse, da die nochmal kennt. ganz ehrlich, da gibt es eine Person, sollte man auch so wie Kessi machen eigentlich. Eigentlich nicht. Aber mancher, okay, Kessi hat es nicht verdient, ich kenne sie ja persönlich, ne? Aber ganz ehrlich, es gibt ein paar Kandidaten, da muss man in einen Kartoffelsack reinstecken und nicht mal mit dem Fuß, sondern mit einem Kanister, das ist wie alle raus. Hör zu. Morgen früh, du landest in Düsseldorf. Ach, mit ihm? Yes. Ich hol dich ab, die Haie. Oder ist Audio? Bruder, was ist das aber für ein Audio, ja? Wallah. Ist dein Auto da? Mein Auto ist in der Garage, bei Family. Ich hol dich ab, die Haie. Taib, dann muss ich absagen. Wen hast du? Sag ich dir später. Tamam, sag, ich hol dich ab. Heftig! Ich hol dich ab. Wir gehen schön essen. Alhamdulillah, essen. Danach besitzen. Packen ein schönes Paket. Royal Express. Digga, ey, was geht ab, Alter, ja? Express. Express, stand a trick, and the country you live in. Whatever a real home means to you, you can find it on. Yo, Maji. What are the hotels in my village? Huh? The hotels in my village. Wie meinst du? Wer hat da gerade geredet? Fernseher. Like my butler, Jeffrey the butler. Okay. Ich hab gerade schon ein Foto gepostet von dem Material, was uns hier zur Verfügung steht. Ja, ja. Lass uns die Leute so lassen. Wir werden das schön ausarbeiten, gucken, was geht, schön Schwamm schnüren. Und dann Express. ich glaube, du hast auch ein, zwei Rechnungen da, die noch nicht so beschrieben sind. Zwei, drei Rechnungen, ja. Eigentlich eine große Rechnung, aber man sagt Sabr, man soll ruhig sein. Der Tag ist gekommen, aber glaube ich. Ich glaube, es gibt auch, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch, glaube ich, auch Kartoffeln, die auch eine Rechnung unterschrieben haben wollen. Michael? Ja. Ich glaube, es gibt auch ein paar Österreicher, die auch eine Rechnung unterschrieben haben wollen, korrekt? Ja, Paris haben wir auch. Paris haben wir sowieso. Ja. Und wir haben auch England. England haben wir auch? England haben wir auch. Da England. International haben die Nummer. Habibi. Die halbe Welt. Haja, kulle alam min azabur ammatha. Heftig, was geht da ab, ja? Wallah. Das Problem ist, manche Menschen, kennst du das, man hat was gemacht, aber man sagt nicht, Alhamdulillah, komm, ich zieh mich zurück. Menschen wollen das nicht. Es gibt ein paar Menschen, die müssen vernichtet werden, damit die einen Rückwärtsgang machen. Aber was für ein Rückwärtsgang? Verstehst du, was ich meine? So, aber die verstehen das nicht. Leute werden nie erwachsen, verstehst du? Und das Ding ist einfach, paar abgewichste Kandidaten muss man wirklich, wirklich aus der Fläche einfach vernichten. Aber wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft, mon frère. Doucement. Avec un autre choix, un doucement et après doucement. Hey, das ist ja geisteskrank, was sie davor haben. Ja? Hey. Genieß dein nächsten Abend. Schön sitzen. Oh, Argile. Oh, Cocktail. Oh, Aussicht. Hey. Sheikh Mahmoud al-Zayn wartet auf mich gleich. gleich, Bruder. Heute, wie spät haben wir jetzt? Wir haben gerade 0.13 Uhr, genau um 1 Uhr, Habibi. Ja? Schöne ja. Krawatte, du weißt.
Mach schöne Fotos. Ey, Digga, das ist kein Spaß, ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, morgen. Ich bin um 13.30 Uhr, lande ich. Das heißt, gut, dass jetzt aber auch so sagen, cool, wenn du so lecker kommst. Ja, 14 Uhr, wär, so Viertel vor zwei, wäre cool. Ja, Gepäck, wir warten. Ja, ja. 14, so 14 Uhr sagen wir. Komm aber nicht. Komm zum Abflug aber. Ui, okay. Ja, ja, ich hab ja mein anderes Telefon. Da wird dein Feldtreffen sein. Da wird morgen Feldtreffen sein. Jalla, Kai. Jalla, morgen. Ey, das wird ein neuer Kapitel aufgemacht und der Kapitel wird ganz schnell zugemacht. Weil es gibt viele Leute, die werden auswandern, Habib. Ja, auch die Qualität ist nicht gut, Mann. Keine Ahnung. Guck mal, das ist nur eine MTP, komm, wie Nusrit macht, bisschen den hier. Weißt du? Das hier nur. Alles. Und like, wenn das, dann bald gibt's den hier und dann den hier. Nicht mehr den hier. Digga, das ist echt eine Schlacht, glaub ich. Ja, leider. Bruder. Ja, das kann auch sein. Kann. Ihr habt gesehen gerade, ne? Wir wollten eigentlich auf das Video reagieren, wo Manu auf seine Dings geplatzt ist, Digga. Auf einmal geht er live mit diesem Nizzy. Und dieser Nizzy hat anscheinend auch was mit Nadja zu tun gehabt oder... Weiß anscheinend. Oder weiß auch ein paar Dinge, so, Digga. Ne? Und ist auch in der ganzen Sache involviert. Und ich glaube, es geht da drum, dass die halt bei dem einen oder anderen Mann war, ne, im Hotelzimmer und so und bezahlt wurde für die ein oder andere Aktivität, ne? Einer schreibt, Ton macht Probleme wie Ex. Digga, was geht ab, Digga? Das kam ja echt random jetzt, ne? Ja, auch sehr schnell. Bruder, das kam direkt. Ach, vielleicht erhoffen die sich von ihr, dass sie noch zurückrudert in der Nacht heute. Ja, das kann sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie wird nicht zurückrudert. Ich glaube, manche Leute, Digga, die wissen, egal was sie machen werden, das wird die komplett zerstören. Also, wenn die nach vorne gehen, das wird die zerstören. Wenn die nach hinten gehen, es wäre besser für die, aber die wollen trotzdem so nach vorne gehen, obwohl die wissen, Digga, das wird die zerstören. Gucken wir. Es kann sein, dass sie diesen Move machen wird oder bringen wird. Es kann halt wirklich sein. Man weiß es nicht, ja? Verrückt, Digga, ja? Also, morgen drehen die auf jeden Fall ein Video, Digga, ne? Wer Manuelsen sehen will, 14 Uhr, er ist auf jeden Fall Düsseldorfer Flughafen und holt Nizzy ab. Ja, doch, bist du da? Komm aber Abflug. Digga, das ist crazy, ja? Also, der hat schon angefangen, deswegen musst du Ende bringen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Man kann auch zurückrudern, Bruder. Ja. Wenn du merkst, das ist zu, Digga, die hat mit Beweise und so, Bro, dass du Escort bist und so. Boah, wenn das mit. Aber Manuel ist. Wenn das wirklich so ist, Digga, ich. Das ist gar nicht schlau von Manuel. Digga, das ist doch sein Kind, Digga. Er soll doch sowas gar nicht machen mit der Mutter von seinem Kind. Das macht doch. Sein Kind wird doch darunter leiden. Auch 100%. Er soll dann am besten, egal was ist, eigentlich muss er zurückrudern. Eigentlich. Beide. Kämpfen, weil es ging ja auch darum, warum er halt nicht so. Schau, vielleicht, ich kann es auch verstehen, wenn ich mit Manu zu tun habe, kriege ich ja eine Version, beziehungsweise das mit, was ich mitbekomme. Ich habe mitbekommen, dass er seine Familie retten wollte. So. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es war jetzt nicht so, dass er dachte, komm, ich lasse jetzt einfach. Das ging auch lang herum und so. Und wir haben alle versucht, irgendwo zu vermitteln. Andere Freunde von Manu, ich. Wir haben auch sehr viel geredet und so. Und ich empfand das auch als sehr positiv. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Nadja gar nicht ihre Ehe wegschmeißen wollte, sondern quasi diesen Warnschuss machen wollte. Das ist mir auch aufgefallen. So, was ja auch. Was ist das für ein Warnschuss? Guck mal, und jetzt sitzen wir hier und müssen über sowas reden. Sowas steht uns normalerweise gar nicht, aber nur, weil die Alte sich nicht zusammenkriegt. Egal, guck mal, lass uns das kurz machen. So. Ein, zwei Wochen haben wir probiert und die hat auf Obercool gemacht, auf nein und ich kann nicht und ich muss meinen Weg jetzt alleine machen und dies, das hat auf den angeschossenen Schwan getan, nur weil mir eine Alte eine SMS geschrieben hat, wo sie gesagt hat, dass sie mich geil findet und dies, das machen würde. Das halten wir mal fest, okay? Dann, was ist passiert? Nach zwei Wochen habe ich gesagt, so, ich bin gegangen, ich bin in ein Hotel gegangen, habe mir ein Hotel genommen, okay? Ganz einfach. So, und ich habe gesagt, dafür, dass sie mich in der Corona-Zeit erstens nicht nach Hause lässt, ich kann mir keine Sachen, ich musste mir neue Sachen kaufen. Zweitens, ich musste in ein Hotel schlafen. Drittens, alles was... Ja, was wegen seinen Fehler. Das ist ja nie ihr Fehler. Der hat Fehler begangen und... Denke, aber was hat er nochmal gemeint? Das sind die Konsequenzen, dieser eine hat mit der einen hin und her geschrieben. Ach so, und ja, so. Stimmt, ja. Ja, Digga, das ist dann dein Fehler. Alles, was ich zu der Zeit besessen habe, habe ich am Körper getragen. Okay, so, dann musste, weil ich keinen Bock mehr hatte, im Studio zu schlafen, wie ein Kelpaschasch, hast du mal hinkennen.
ne, bin ich in Dings, habe ich mir ein Hotel genommen. In der Corona-Zeit, gut, dass ich durch Beziehung eins gekriegt habe. Und hab dann in einem Hotel geschlafen und war froh, dass ich erstmal wieder so ein bisschen Komfort hatte. Okay. Ich habe im Hotel geschlafen und wie sie auf Stur gemacht, habe ich auch gesagt, weißt du was, hier fick dich. Und wen habe ich kennengelernt? Ich habe Abir kennengelernt. In der Zeit. Okay, das ist auch crazy. Das ist crazy. Gelernt. Ja. Ich habe Abir kennengelernt. Ich habe Nadja ausgeblendet. Man darf auch nicht vergessen, guck mal, zu dem Zeitpunkt, wo diese SMS da gefunden wurde und dieser Streit gekommen ist, ne, soll keiner denken, wir hatten die blumigste Ehe. Ne? Meinst du zwischen mir und Abir? Ja, nein, zwischen Nadja und mir. Die soll man nicht so tun. Die hat ja schon vorher schon tausend ekelhafte Sachen gemacht. 1000 ekelhafte Sachen. Aber die ich für mich behalten habe, weil ich ein bisschen mehr Ehre besitze als sie. Aber kein Problem. Dann habe ich Abir kennengelernt. So, und Abir war lieb, war nett, war höflich, war dies, war das, alles drum und dran. Ich habe mich in Abir verliebt, ganz einfach. Und ich habe Nadja angerufen, Nadja und ihre Mutter, und ich habe ihr gesagt, ich trenne mich. Mhm. Talak im Talak im Talak, ich bin raus bei dir, und dann sieh zu, dass du alleine klarkommst. Ganz einfach. Okay, krass. Also das ist jetzt die Geschichte, wie Manuelsen sich von Nadja getrennt hat, ne? So hat er seine neue Frau kennengelernt. In der Zeit, wo er im Hotel war, ne? Oder das geht schnell bei manchen Leuten, ne? True Story, und das war's. Ganz einfach. Okay. Im Talak, ich bin weg von dir. Du bist bei wen jetzt? Getrennt, das war's. Aber ja, wie Sachen, Digga. Irgendwas ist komisch. Digga. Was denn, was meinst du? Er hat sich getrennt. Sie hat sich getrennt. Wenn die dich schon nicht mehr reinlässt, Digga, dann ja, ist das schon. Also es war nicht getrennt. Es war ja so Streit einfach, ne? Es war ein krasser Streit so. Aber das war ja noch nicht getrennt. Da hat er eine Frau gefunden, dann hat er sich getrennt. So. Bevor sie sich trennt, er trennt sich. Bei Nadja. Ah, okay. So. Ja, dann hat sie immer noch gesagt, ja, meinst du, dieser Hokuspokus-Spruch hat uns jetzt getrennt? Meinst du, so einfach geht das? Ich meine, ja, es geht so einfach, das ist der Islam. Wenn ein Mann zu dir kommt und sagt, im Talak, du bist getrennt. Haben wir gesehen? Ja, das ist einfach. Ganz einfach. Du brauchst gerade Join nicht? Natürlich waren wir gesetzlich im Trennungsjahr. Das stimmt. Ja. Und dann, wo das angefangen hat, wo sie gesehen hat, der Mann hat einen mit Kopftuch, dann hat ihr Komplex gekickt. Und dann hat sie angefangen. Ich will das, ich will so, ich will hier, ich will das. Psychoterror. Ein paar Mal bitte, red offen. Geh nicht ins Detail, aber hat sie nicht Psychoterror? Warte kurz. Nee, ich habe gerade was gelesen. Was soll ich im Detail erzählen kurz? Sag mal. Hat sie nicht Psychoterror gemacht? Wer jetzt? Nadja, ja Allah. Ja, natürlich, das ging runter und rauf. Das ging, ich habe selber nicht mal mehr einen Überblick, wo was anfing. Und dann habe ich mich mit Abir weiter kennengelernt. Und so. Und dann habe ich nach einem Jahr ungefähr, oder nach ein paar Monaten, nach wie viel, doch nach einem Jahr ungefähr, habe ich sie geheiratet. Und dann jetzt, und was ist jetzt das Problem? Und was ist jetzt? So, und was ist jetzt? Ich glaube, sie hat anders, sie hat halt gesagt, dass du während der Ehe mit Abir, das war im Interview sehr schwer, wiegendes Thema. Mhm. Was, während der Ehe mit Abir, was? Dass du während der Ehe mit Abir versucht hast, sie zu suchen, was? Was liest du da die ganze Zeit? Ich schaue aus dem Fenster, also ich kommentiere und ich schaue aus dem Fenster. Aus dem Fenster guckst du, ich rede gerade um Leben und Tod, du schaust aus dem Fenster. Ja, ich schaue trotzdem aus dem Fenster, hör mal zu jetzt, da ging es ja in dem Video auch darum. Also wir wollten noch aus Video, also wenn wir jetzt vom Video reden, wird im Video gesagt, dass du, obwohl du mit Abir zusammen warst, versucht hast, Nadja zurückzubekommen. Genau. Okay, guck mal, erstens. Wir offen as fuck reden, weißt du? Ja, guck mal. Ja, habe ich wirklich so, um ehrlich zu sein. Nach der Trennung von Abir, war ich so ein bisschen... Weißt du, ein bisschen lost und orientierungslos, sag ich euch ehrlich. Oh, exakt. Okay, Panna, hörst du zu oder nicht? Ja, aber ich muss kurz fronten, ganz kurz, weil da werden Sachen gesagt, die mir nicht passen.
Welche gute Frau, bitte? Wer denn? Na, was jemand, denn? Mit der ich eigentlich cool bin und ich mag gerade gar nicht, was sie von sich gibt. Wurscht, erzähl weiter. Erzähl mal, was denn? Was denn? Ich hasse es, wenn gute Frauen, wenn ein Mann warte mal. Warte kurz, sie hat geschrieben. So, ich verstehe dich echt nicht, Girl. Ich hasse es, wenn Typen einer guten Frau die Schuld geben für das, weil sie verkackt haben. Leute, ich bin sowieso eine Frau. Ich stehe immer schon mal. Wer sagt das denn? Ich bin eine Frau und ich stehe sowieso. Das ist auch so eine komische Aussage, Digga, ne? Ich bin ein Mann und ich stehe auch nicht 100% zu Männern, Digga, ja? Boah, was ist das für eine Aussage? Aus der Community. Okay, es geht nicht darum, also es gibt beide Seiten. Ich bin sein größter Kritiker. Ich rede gar nicht über die Scheiße irrelevant. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Sie soll die Fresse halten, Fotze. Guck mal. Das ist nicht useful. Guck mal. Hm. Nachdem ich von dir getrennt war, war ich so ein bisschen orientierungslos. Und ich hab Frauen eh nicht mehr vertraut, sag ich euch ganz ehrlich. Und da haben wir uns ein bisschen vertragen, auch wegen der Kleinen auch. Und das lief auch eine Zeit lang gut. Ich meine, das ist auch lange her gewesen, der Streit da mit Nadja, weißt du, ich meine? Ja. Und dann habe ich irgendwann in Erwägung gezogen. Ich meine so, ey, guck mal, ich rede offen mit euch. Das ist aber nach der Trennung, der Trennung gewesen. Und das habe ich auch im Nachhinein auch ab ihr gesagt. Also sie weiß das auch. Ich habe ihr gesagt, guck mal, dass ich irgendwann in Erwägung gezogen habe. Guck mal, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Soll ich jetzt irgendwie noch eine neue Alte kennenlernen? Vielleicht kann man sich mit Nadja vertragen, dann ist man wenigstens Vater, Mutter, Kind. Ich habe doch selber auch gesagt, schau mal, wenn schon was da ist, wo Potenzial da ist, habe ich auch gesagt, hey Manu, stell dir vor. Ja, was heißt Potenzial? Potenzial ist es ja nicht. Aber es ist die Grundlage, da man hat ein Kind und so, ne? War für mich klar, dass wir. Okay, krass, aber ich konnte mir das genauso vorstellen. Ne? Ich konnte mir das 100% so vorstellen, dass es so war, dass Manuelsen wieder zu seiner Ex-Frau zurück wollte, nachdem es mit dieser Abi nicht so lief. Das habe ich ja auch gesagt, Digga, ne? Und er hat es auch nochmal bestätigt hier. Also es war wirklich so, dass er zurückgehen wollte. Krass, ja? Jetzt ist das Gespräch auch, glaube ich, zu Ende, ne? Heftig, Alter, Digga. Ihr merkt selber, diese Manuelsen- und Ex-Frau-Thematik ist auf jeden Fall ein großes, großes, großes Thema für sich. Und wir haben ja gesehen mit diesem Nizar, Digga, den Livestream mit Manu, dass sie die Tage auf jeden Fall richtig auspacken werden, ne? Mit Beweisen, ne? Ihr wisst, Beweise sind mehr wert als irgendwelche Worte. Als Digga, Kassa. Ne? Als Jappa, Digga. Also, deswegen, ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen und zu zeigen haben. Es wird auf jeden Fall filmreif, glaube ich. Ich würde Manuel natürlich wieder empfehlen. Ja, das ist nicht zu tun. Natürlich ist es besser, wenn er es nicht tut, Digga, aber. Die Situation, in der er gerade ist, ist auch schwierig, Digga. Nein, ist nicht schwierig. Für sein Kind nicht tun. Das ist gar nicht so schwer. Ja, sie, Digga, das ist. Egal, was sie macht, weil wenn er das in die Öffentlichkeit bringt, sein Kind wird darunter leiden, deswegen nicht tun. Ja, egal, ich weiß nicht. Die machen das schon irgendwie. Egal. Wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall an, Digga. Ne? Lasst einen Daumen nach oben, da schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja. Ist ja auf jeden Fall fehl. I'll be there for you, cause I know that I'll be there for you.